Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen hier zurück zu Medieval Dynasty. Ja, wir machen weiter. Ist immer noch. Es wird dunkel, glaube ich, gerade. Dann können wir es ja wieder vergessen mit dem Jagen hier. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht auch ist es auch besser in der nächsten Jahreszeit, denn wäre es ja Frühling. Ihr seid keine Elche, ihr seid nur Rehe und Rehe will ich jetzt auch nicht. Ja, wir bräuchten eigentlich wirklich einen schönen fetten Elch. Gesehen haben wir die ja schon mal, wo wir hier rübergegangen sind, glaube ich hier. Naja, doch, ja. Wo sind wir lang gegangen? Hier, nach Holnica, ne? Hatten wir hier irgendwo, hatten wir hier Elche gesehen. Ansonsten müssen wir da mal schauen, dass wir das fertig kriegen. Schön wäre das ja schon, ne? Weil hier ist kein Elchgebiet und nix. Mal schauen. Und Schweinchen wollen wir ja uns auch noch besorgen. Ich gucke dann jetzt auch mal gleich, ob wir irgendwie zumindest noch ein Hütchen gebaut bekommen. Müssen wir mal schauen. So, die gehen jetzt alle wahrscheinlich in ihre Hütten. Ja, jetzt habe ich natürlich die Aufnahme hier gestartet. Ich werde mal das anders machen. Wir werden dann gleich schlafen, weil das bringt ja sonst nichts. Wenn es dunkel ist, sehen wir ja auch nicht mehr sonderlich viel nachher. Ja, und nachts jagen ist sicherlich auch keine so gute Idee. Boah, Leute, wir müssen uns waschen. Ich bin saudreckig, ey. Aber erstmal pennen gehen. Dann ist auch Frühling. Bis zur nächsten Jahreszeit. Keine Einschränkung. Okay. Nach dem Regen ist ein traumhaft schöner Regenbogen am Himmel zu sehen. Deine Leute scheinen glücklich zu sein und halten ihn für ein gutes Omen. Oh, nice. 10% Stimmung kriegen die. Oder 10 Stimmung. Geil. Ja, mega. Oh, ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Super geil. Dann gehen wir mal ganz schnell rüber, zahlen unsere Steuern. Und guck mal, ich bin jetzt nicht mehr schmutzig. Ich habe mir jetzt bis zur nächsten Jahreszeit einen ganzen Schmutz abgerieben im Bett. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, Steuern. Ich will meine Steuern zahlen. Wollen tue ich eigentlich nicht, aber ich muss. Komme ich nicht drum rum. Da ist er doch. Honeygost. Stopp. Wunderbar. Steuern sind gezahlt. Wir haben jetzt noch auf Cash 3400. Ja, wir haben 500 irgendwas Steuern gezahlt, ne? Oha. Naja, das sind, glaube ich, 15 Messer oder so. Das ist eigentlich gar nichts. Wir gucken mal ganz schnell bei der Verwaltung und gehen mal hier bei Gewinnung, müsste das sein. Kräuter. Blip. Kein Arbeiter. Wie kein Arbeiter? Hier wird einfach nicht. Das sind die Kinder. Ich habe einfach nicht mehr gearbeitet. Was ist denn das hier? Ich glaube, irgendjemand fällt raus wahrscheinlich, ne? Die Mädels fallen irgendwie raus. Jetzt habe ich keinen beim Kräuter drin. Ich drehe durch.
Warum ist Frieda so unglücklich? Dieses Baby. Die sind glücklich hier. Die freuen sich ihres Lebens. Helmut. Helmut ist Holzfäller. Landwirt. Okay. Toll. Das ist mal richtig geil, wirklich. Keiner arbeitet mehr hier. Schön grün, wie schön grün. Herrlich. Sollte das nicht fertig sein im Frühling? Der Weizen? Warum wird denn der nicht fertig? Oder ist der Sommer nur Sommer aberntbar? Das ist so die Frage. Ja, wir versuchen jetzt mal, nachdem ich jetzt geguckt habe, was jetzt schon wieder los ist. Gewinnung ist es nicht. Jagd fehlt auch. Büsserei-Hütte fehlt, Kräuterhütte fehlt. Tierhaltung fehlt. Produktion. Lager. Warum zeigen die mir jetzt da vier Zeichen an? Was ist denn? Sind die ja Leute gegangen? Aber das kann ja gar nicht sein, weil ich habe doch... Die ganzen Hütten sind doch voll. Hier, 3 von 4, 2, 3 von 3, 2 von 4. Ich check's nicht. Werkzeug ist auch da. Hier will einfach bloß keiner mehr arbeiten, irgendwie habe ich das Gefühl. Echt so. Ja, wie dem auch sei, wir gehen mal jetzt hier rüber. Und gucken mal, ob wir irgendwas gejagt bekommen oder so. Das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön. Am besten einen Elch. Oder ein Wisent. Beides am besten, dass wir die fertig bekommen. Das sind Füchse, die will ich jetzt nicht. Oh, Baum. Hoppelhäschen, die sind so langsam, die tun mir schon richtig leid. Boah, was wollen die da weglaufen, ey? Schneller! Ihr müsst mal ein bisschen weniger fressen. Tio. Da ist ein Elch. Das ist ein Elchkuh. Es wird schnell gehen, ich schwöre auf alles. Boah, ein Pfeil, Alter. Ich glaube, den habe ich richtig erwischt. Tut mir leid. Das tut mir mal in der Seele leid, ey. Es ist, du wirst nicht verschwendet, versprochen. Trägst zu viel, ja, viel zu viel. Ich habe vergessen, das blöde Fleisch rauszupacken. Oh, jetzt habe ich zu viel Fleisch dabei. Wie weit sind wir weg? Nicht weit, okay. Dann gehen wir mal schnell zurück. Gut, nur noch ein Wissend. Ich habe das schon mal gesehen irgendwo. Aber ich weiß das Jagdgebiet leider echt nicht gerade. Das sind die Dachse. Dachse interessieren mich jetzt gerade gar nicht. Nee, mache ich jetzt doch nicht, weil ich bin eh schon voll. Im Turbo-Speed, im Turbo-Speed laufen wir zurück. Die muss das Fleisch loswerden. Ja, tut mir leid, habe ich voll vergessen mit dem blöden Fleisch jetzt. Ja, wir sind ja gleich wieder da.
Ja, das sind wahrscheinlich wirklich die beiden Frauen, die ihr Babys gekriegt haben. Die arbeiten dann nämlich nicht mehr. Die fallen dann raus. Ich glaube, 2 Jahre oder so. Ja, da müsste die eine ja bald fertig sein, glaube ich. So, die Äpfel kommen wir noch hier rüber. Es kommt Materiallager. Met, Nahrungsmittel. Okay. So, dann sind wir auch leer. Oh Mann. Was, wenn hier keiner mehr arbeitet, wenn die alle dicke gemacht werden, dann ist es natürlich auch schlecht für uns. So, ich will unbedingt diese blöde Quest jetzt noch fertig kriegen. Also, Wiss End, okay. Wir müssen mal gucken, ob wir den hier irgendwo finden. Diesen Spot. Soll ich euch mal sagen? Ich weiß jetzt gerade nicht mal, was ein Wiss End überhaupt ist. Was ist das? Also ganz ehrlich, ich kann mir jetzt gerade darüber nichts vorstellen. Oder darunter. Ja, noch eine andere Bezeichnung. Ich weiß es halt nicht. Ja, der Jäger ist wieder unterwegs. Wir sind Schweine auf jeden Fall. Aber Schweinis will ich nicht unbedingt. Wildschweine sind Wildschweine. Das ist ein Luchs. Wahrscheinlich ein Luchs. Ja. Die können auch verdammt groß werden. Luchse. Will ich aber auch nicht. Weiß halt wirklich nicht, wo ich suchen soll. Bis End. Ich würde das gerne jetzt noch irgendwie fertig bekommen. Dann haben wir das zumindest weg. Mir wird auch nicht mehr angezeigt, was, in welchem Gebiet wir uns befinden. Oppelhäschengebiet wahrscheinlich hier. Ich werde mal alles jetzt mal. Boah. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht erwischt hier. Warum muss die Ausdauer gerade jetzt weg sein? Aber das ist doch kein Wissen, das ist doch ein ganz normaler Fuchs. Ich wüsste auch nicht, dass die so heißen, anders heißen noch. Oh, ich habe keine Ahnung, wonach ich überhaupt suche. Elchgebiet, Jagdgebiet Elch. Wird ja doch wieder angezeigt hier, das ist schön. Wiss End. Was ist ein Wiss End? Das sind. Ach, ein Bison ist das wohl, oder was? Ach du Schande, willst du mich verarschen?
Der zerlegt mich gleich. Oh. Neuankömmlinge. Dynastie lebt fort. Finde eine Frau, habe einen Erben. Oha. Ach du Schande. Dynastie lebt fort. Finde eine Frau, habe einen Erben. Kriegen wir 10.501 Dynastie-Reputation. Oh, höhere Entwicklungsstufe statt. Gebäudelimit auf 70. Boah, den müssen wir fertig kriegen. Und ich habe jetzt meine Frau verschwendet an jemand anderen. Mist. Boah, so viel Blut. Aber das sickert einen davon. Das ist unglaublicher Nährboden für die Pflanzen. So. Dann können wir zurück. Dann haben wir das geschafft. Da ist noch ein schöner Elch. Ein stattliches Ding, du. Wie gut, wie gut, wie gut, wie gut. Da ist noch ein Wolf. Will ich jetzt aber alles nicht. Jetzt tümmelt sich alles hier, weißt du? Wenn du Wölfe suchst oder so, brauchst du ja mal 3 Jahre, bis du mal einen gefunden hast. Ach schön, dann haben wir das zumindest geschafft. Jetzt müssen wir alles dafür tun, dass wir irgendwie eine Frau rumbekommen. Mit wundervollen Überredungskünsten. Wir brauchen den Erben für unseren Fortbestand, weil unser Charakter kann ja auch sterben. Im Alter, irgendwann. Das ist natürlich noch Luft bis dahin, aber ja. Und wenn er stirbt, ist wohl vorbei, glaube ich. Wenn du keinen Erben hast, mit dem du danach spielen kannst. Jo. Und er sollte ja auch ein gewisses Alter haben. Sonst kannst du ja nichts machen. Du kannst ja nicht mit dem Baby hast oder so, mit dem rumkrabbeln die ganze Zeit. Also. Ich glaube nicht. Also von daher so schnell wie möglich jemanden suchen. Ich weiß auch gar nicht, wo sehe ich denn meine. Ich bin 21, ja, da bin ich ja noch jung. Wie alt war ich denn, als ich ankam? 18 oder was? 10, 18? Ist noch blutjung. Da haben wir noch Zeit, bevor wir hier sterben. Bevor wir sterben, möchte ich hier mindestens 5 Kinder haben. Auch schon im arbeitsfähigen Alter. So 1, 2. Das passt schon. So. Hier sind wir da fallen. Können wir mal da checken. Mache ich jetzt aber nicht. Ja, dann nochmal eine Hütte bauen. Und dann mal gucken. Oh Mann. Oh Mann. Aber erstmal gucken, ob ich ein potenzielles Weibchen hier finde. Ein schönes Weibchen für mich. Guten Tag. Da sind doch Weibchens. Guck mal. Hallo. 26. Hallo. 19. Ist sie ein Junge? Aber Junge, Junge ist immer gut. Ist mir aufgefallen. Darf ich dir etwas fragen? Letzte Nacht hatte ich diesen seltsamen Traum. Ich war dabei, ein Haus zu bauen, aber jemand anderes hatte die Kontrolle über meinen Kopf und sah durch meine Augen. Dann hörte ich diese seltsame Stimme. Sie klang, als käme sie von weit her. Sie sagte, Mist, er hat schon wieder Hunger. Sehr merkwürdig, oder? Bis 6. Ich habe auch solche dummen Träume.
Irgendeine seltsame Macht sagt mir, dass ich in gewisser Weise geringwertig bin, weil man mit mir nicht spielen kann. Natürlich nicht. Niemand wird jemals mit mir spielen, als ob ich eine Art Hampelmann wäre. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Darf ich dir nochmal was fragen? Was hat dich hierher verschlagen? Ehrgeiz. Wenn du es im Leben so zu etwas bringen willst, musst du deinen Horizont erweitern, erforschen lernen. Nur so kann ich mein wahres Potenzial erhalten, okay? Darf ich dir noch was fragen? Hast du eine Lieblingsfarbe? Meine ist braun. Ich weiß nicht wirklich, warum ich, warum. Ich habe mich damit einfach immer sicher gefühlt. Gold natürlich. Ist das edelste und glänzt am hellsten, wie die andere auch schon. Okay, sie braucht erstmal Zeit. Wir müssen mal ein bisschen reden. Wilburga. Wilburga wäre schon mal gut. How are you? Hi. Oh. Have a good day. 30 ist mir ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen. Es ist nicht alt, aber. Du bist mir aufgefallen. Hast du eine Lieblingsfarbe? Orange. Das passt zu mir, denke ich. Ich bin wie eine Flamme. Heiß und ich liebe es, im Wind zu tanzen. Okay. Arbeit kann uns oft unter die Haut gehen. Was machst du in deiner Freizeit? Da trinken keine anständige Freizeitbeschäftigung ist, junge Dame, würde ich sagen, dass ich einfach gerne Spaß mit anderen habe. In jeder Beziehung. Zwinker. Oh. Oh, du bist ein ganz wildes Mäuschen. Ich merke schon. Was ist dein größter Traum? Als ich ein Kind war, wollte ich ein Abenteurer sein. Aber jetzt, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir einfach nur, glücklich zu sein. Plus 6. Das ist einfach. Ich will nie erwachsen werden. Wenn ich jemals eine Langweilerin werden sollte, wünsche ich mir, dass mich ein Blitz trifft. Verdammt. Hätte ich mir Reichtümer wünschen sollen? Hättest du vielleicht tun sollen, ja. Aber Dankeschön für das Gespräch. So. See you soon. How can I help you? Hallo. Zygmunda. Du bist mir aufgefallen. Was hat dich herverschlagen? Das Schicksal natürlich. Buchstäblich. Das war ein Spitzname von einem Riesen, dem ich etwas Geld schulde. Sehr groß, auch nicht gerade scharf, aufs Vergeben. Dein Kind hatte allerdings ein wirkliches minnesänkerisches Talent. Okay. Ich liebe die Küche hier. Was ist dein Lieblingsessen? Ist Wein ein Essen? Nein. Was sage ich da? Natürlich ist er das nicht. Dann eben Met. Das ist auch kein Essen, Alter. Ein bisschen doof, hm? Seit meiner Kindheit habe ich Höhenangst. Es scheint, dass ich mich jedes Mal verletze, wenn ich falle. Was ist deine größte Angst? In den meisten Situationen kann ich mich ganz gut behaupten, aber es gibt eine Sache, die mir tief drin furchtbare Angst macht. Verantwortung. Oh. Have a good day. Oh. Ja, dann gehe ich wohl besser. Wenn die ein Baby kriegt, dann hat die sehr viel Verantwortung. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Okay, wir haben die erstmal bezürzt, so gut es ging. Aber leider immer nur 6. Damit haben wir gerade mal 8. 18 Zuneigung bekommen bei denen. Also ist auch nicht sonderlich viel, du. Naja. Und nächste Folge müssen wir gucken, dass wir irgendwie an Grabungsschuppen, hat keine Werkzeuge mehr. Spitzhacke, Schaufel. Dass wir irgendwie an Schweinchen kommen, wollte ich sagen. Und wir brauchen noch Spitzhacke und Schaufel. Spitzhacken und Schaufeln. Hat er denn schon Stein und sowas ordentlich gesammelt? Weil dann kann ich das aus dem Dings nehmen. Aus dem Lager hier. Ich hoffe, der packt das hier auch rein. Weiß ich nämlich auch nicht. Holzbeerstamm.
Holzstamm. Ich nehme mal ganz kurz jetzt, weiß ich nicht, drei mit raus. Die Holzschale packe ich hier mal mit rein. Leder kommt hier mit rein. Der Pelz kommt hier mit rein. Der ist auch ordentlich schwer. Gegengift kommt mit rein. Fleisch nicht. Das muss man hinten reinbringen. Federn kommt ja auch mit ins Materiallager. Okay. Holzschaufel, die hat noch 1%. Wow. Ich bin begeistert. Stöcke haben wir gerade mal 14 noch hier drin. Ja, auch nicht viel. Eine Steinachse, da müssen wir auch wieder neue bauen. Kalkstein ist auf jeden Fall hier drin, aber kein normaler Stein. Doch hier. Was sag ich denn? Ist doch genügend Stein da. So, er braucht eine Schaufel. Und eine Spitzhacke, aber die Spitzhacke können wir nicht hier bauen. Aber er bekommt jetzt zumindest schon mal die Schaufel. Und ich brauche auch noch mal eine Schaufel. Meine ist nämlich wirklich im Eimer, sobald ich einmal was mache. Okay. Spitzhacken. Muss ich hier bauen? Steine, jetzt habe ich die Steine rausgepackt, ne? Ach. Rum, ey, Spiel. Liegen hier noch Steine rum? Ne, irgendwie nicht. Okay, wir gehen mal ganz kurz nochmal ins Lager. Vier Steine? Waren das vier Steine, die wir brauchen? Also nehme ich mal 12 mit. Kann ich mich aber nicht mehr bewegen. What the fuck? Wieso bin ich so schwer? In dem Fleisch. Stecker haben wir ja auch noch einige. Warte mal. Dann eben. Ja, ich bin einfach viel zu schwer. Da müssen wir hin. Das kleine Stückchen, was sie aber schaffen, ey. Auch wenn es dich zu Boden zieht, steh immer wieder auf. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Blub. Wie viel können wir machen? 2. Zwei Spitzhacken. So, dann bringen wir noch das Fleisch nach oben. Wir müssen das dann auch unbedingt noch verkochen, das Zeug, ey. Spitzhacke. Mal 2. Kommt hier mit rein. Steinpfeile habe ich jetzt hier. Die mache ich auch erstmal raus. Ich brauche das ja nicht mitschleppen unbedingt, wenn ich nicht jagen bin. Holzhammer, Holzfisch. Den brauchen wir nicht mehr. Jetzt habe ich das Fleisch hier reingeschmissen, war. Das ist nicht richtig, Kumpel. What the fuck, wie viel Fleisch haben die denn hier schon? Verdorben, das haben wir auch schon massig hier. Naja. Okay. Werkstatt, wahrscheinlich kein Material mehr. Kein Material für was? Kleiner Weidenkorb. Stecker. Wie immer, aber die werden ja gesammelt, wie gesagt. Kann ich jetzt nicht ändern.
könnte natürlich immer Stöcke sammeln und da reinschmeißen, aber nö, 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 nö. Achso, warte mal, dann machen wir doch mal Folgendes. Sie war ja da schon so fleißig. Und wir müssen ja mal wieder Geld reinbekommen. Das heißt, wir schnappen uns mal hier so ein... Also erstmal das, Bierflasche, das, das. Das wird nämlich alles verkauft. Dünger haben wir noch einen einzigen. Den Eimer verkaufe ich. Den Eimer kann man auch gut zu Geld machen. Holzbecher, mal 15 Stück. Ist zum Glück nicht so schwer. Hier haben wir noch eine Holzschale. Da verkaufe ich mal die Ollen. Wir haben eh zu viel. Brauchen wir gar nichts alles. Wenn wir 20 Holzschalen haben, reicht das doch, oder? So. Ja, 37 Kilo, ich bin schon wieder zu voll. Hölzerne Fiole, müssen wir dann mal gucken, dass wir das verkaufen. Und hier haben wir die Weidenkörbe. 0,5, ja, die sind mir auch zu schwer. Müssen wir nochmal herkommen. Können wir mal alles verkaufen, das ist alles selbst hergestellte Ware hier. Wir brauchen dann unbedingt auch noch unbedingt mal ein Reittier oder so. Das wäre wirklich schön. Ich endlich mal hin und her reiten könnte. Das wäre gut. Hallo, da bin ich schon wieder. Ich nerv hier schon wieder rum. So, du bist bei mir genau richtig, Schätzchen. Hallo. How are you? Only the best products here. Hier hast du mal so einen Ausnüchterungstrank. So, eine Bierflasche. 15,6. Na, nice. 27,5. Oh, geil. Selbst der Eimer gibt einfach mal richtig viel Geld. So. Ein bisschen Holzschalen. Können wir alles zu Geld machen. Finde ich sehr, sehr gut. Kommt mal alles weg. So, da sind wir schon bei 3700 wieder. Mehr habe ich nicht zum Verkaufen. Guck mal, selbst eine Steinaxt bringt einfach mal auch 19. Oder 24, besser gesagt. 24 für so eine blöde Steinaxt. Echt geil. Habe ich nicht vergessen, nein. Also, sie sagt, sie ist wirklich verheiratet mit dem alten Herrn da. Mit Unigos, weil ich gerade Romantik geklickt habe. So, die Mädels habe ich schon abgecheckt. Dann nochmal zurück. Noch ist Sonne da. Das heißt, wir können definitiv noch eben schnell nochmal rüberlatschen, dann was verkaufen. Ja, und dann war es das hier mit der Folge. Wir sind ja auch schon wieder weit rüber. Hallo. Ja. So. Gegengift, wie gesagt, das brauche ich jetzt alles gerade mal nicht. Hirschschädel kriegt sie von mir. Federn könnte ich jetzt auch verkaufen. Die lasse ich aber liegen. Holzschalen lassen wir. Ja, die Speere kriegt sie. Oder kriegen die. Holzteller. Da nehmen wir jetzt mal einen davon. Und die vier. Dann haben wir davon auch 20. Das reicht mir auch. Guck mal, Hopfensetzling, 250 ist der Wert. 5 Kilo, da sind wir auch schon wieder bei 35 noch. Biegt halt alles, ne? Alter, so ein Weidenkorb ist ordentlich schwer. Mal wenigstens 10 mitnehmen, geht das noch? Kannst du da noch laufen? Ja, geht noch. Wenn die Ausdauer nicht immer runter wäre.
Aber die ist irgendwie permanent weg. Die ist einfach nicht mehr existent bei ihm. So, wir laufen mal wieder ein bisschen schräg. Also ganz ehrlich, wie willst du das machen, wenn du gar nicht mehr so nah dran bist? An so einem Dorf oder so, wenn du wirklich weit weggebaut hast, dein Dorf. Wie willst du das denn machen, da zu verkaufen oder so? Du musst ja ewig latschen und kannst nicht viel mitnehmen. Einmal mit Milch ist 252 wert. Alles richtig Geld. So, du kriegst mal vier von mir Holzspeer. Du brauchst das eigentlich überhaupt gar nicht, aber das ist mir sowas von egal. So, den Teller kriegst du von mir. Auch nochmal Tellerchen. Guck mal. 106 kriegen wir für die hölzerne Pfirole. Eitenkorb. 10 Stück. Sind wir schon wieder bei 3900. Den kriegst du noch. Das Gegengift kriegst du noch. Und die 1%ige Holzschaufel. Gib mir immer noch was dafür. Und hier die Steinlachs kriegst du auch. So, 8,3 Münzen, ne? Immerhin. Hier ist auch nochmal eine 81er. Die kannst du auch noch haben. 19 Münzen. Ich verkloppe hier einfach alles. Wir sind bei knapp 4000 jetzt. See you soon. Ja. Oh. Tschüss. Ja gut, dann soll es das erstmal für die Folge gewesen sein. Wir haben ordentlich verkauft. Nächste Folge, guck mal da, dass wir dann die Quest oben mit der Frau kriegen wir jetzt noch nicht fertig. Aber zu Sambor müssen wir eh noch zurückkehren. Den müssen wir ja auch noch machen. Und ja, werden dann mal sehen, wie das läuft. Ich gucke mal, dass ich jetzt außerhalb der Folge jetzt am Abend vielleicht doch nochmal Beeren sammle, weil die sind ja jetzt unreif. Prinzipiell ist das ja völlig irrelevant, wie unreif sind oder nicht. Schlecht werden sie ja trotzdem. Also sprich zu Dünger verdorben. Und ob die dann im Sommer wieder reif hier dranhängen, das würde mich ja interessieren. Deswegen werde ich das jetzt hier am Abend wohl tun. Sammeln, sammeln, sammeln. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.